Herzlich willkommen zu Let's Play mit Matsch. So, wir haben jetzt ein bisschen gepusht. Wir sind jetzt hier so weit, dass wir bis 57 gehen können, also 12,5. Aber ich glaube, ich probiere jetzt einfach mal 10er zu machen. Aber vorher würde ich gerne noch meine Paragon-Punkte vergeben und ist von zwei Runs. Von den Push-Runs, okay, aber jeweils so viele Paragon-Stufen. Das ist schon pervers. Also das heißt, ich muss jetzt tatsächlich in meinem... Hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass ich das muss. Aber das muss ich natürlich jetzt. Ich muss jetzt hier in meinem Item Stats Priority, ja, das stimmt ja gar nicht, in meinem Paragon Points Priority nachschauen, was ich da jetzt machen muss als nächstes. Bewegungsgeschwindigkeit ist durch. Das heißt, ich brauche jetzt hier Intelligence, einfach um hier mehr Intelligence, was ja dann automatisch... Widerstände und eben auch Schaden macht. Dann in Offensive muss ich die Angriffsgeschwindigkeit durch ist die Critical Hit Damage, also den Schaden pushen. In Defense mache ich nach dem Armor, wenn es durch ist, das Leben macht total Sinn. Und im Abenteuer muss ich nach der Area Damage die Resource Cost Reduction machen. Macht auch Sinn. Ja. Gut, dann haben wir das mal uns erarbeitet. Und dann schauen wir mal, was so ein 10er Portal ist. Und wie schnell ich da durchkomme. Und ob ich wieder squishy sterbe oder nicht. Das war jetzt schon mal Glück, dass der Böse, der da gleich zu mir durchgedrungen ist. Eigentlich ist es hier für die Spielweise natürlich cool, wenn das so Schlauchähnliche sind. Aber dann können sie nicht von so vielen Seiten kommen, so wie jetzt. Ja. Sondern, ja, die können halt nur von vorne kommen. Aber, ja, solange sie so sterben, ist alles gut. Oh. Macht keinen Sinn, in die Sackgasse zu teleportieren. Wo geht's denn dann da weiter? Da. So. Da war er wieder. Da reicht dann eine Hydra. Das ist cool, wenn eine Hydra reicht. Verbindung ist fies. Brauche ich nie mehr die Hydras, jedenfalls nicht, wenn es keine Elite-Gegner sind. Immer doof, wenn du in die Sackgasse läufst. Aber gut, hier ist jetzt der... Ups. Ist noch aktiv, das ist gut. Dann. Oh, 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 oh. Ja, war ich jetzt dann doch zu schnell. Hab aber nochmal Glück gehabt. Da sind die Gutsten. Tot sind die Gutsten. Na dann. Ja, Mist. Keine Gegner sind keine Gegner. Das ist einfach sehr schlecht. Hier haben wir Schild. Schild ist gut, weil wir ja tatsächlich squishy sind. Ah, die alten Meister. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann nicht durch die Tür so einfach Hydras legen.
musste mir gerade bei den Türen vielleicht angewöhnen, dass ich die davor mache, dann die Tür aufmache. Und nicht Tür auf und sie dann reinlegen. Ja, ich hatte die als Ursprungsgedanke natürlich die innerhalb der Tür zu machen, also dass sie weiter reinragen sozusagen. Und dann natürlich mehr. Ups, wo geht's denn hin? Mehr Damage machen könnten, wenn sie nach innen ragen würden. Aber man weiß halt nicht, was hinter so einer Tür steht, ja. Das ist halt gefährlich. Wenn aber dann die Hydra schon parat wäre. Ja, ich bin jetzt nicht begeistert. Geschwindigkeit ist schlecht. Aber das liegt nicht an neuen Skills oder so. Sondern an der hässlichen Map. Das ist so eine hässliche Map, da hat irgendwie Blizzard vergessen, Gegner reinzumachen. Hier wäre ein Pylon der Eile. Und da ist der Portalwächter. Das ist super, dass der da ist. Das macht Sinn. Schön, euch zu sehen. Muschi. Werte mir mal mein Zeug auf. Und dann kannst du auch schon verschwinden. Ich kehre in die Stadt zurück. Und ich kehre in die Stadt zurück. So, jetzt habe ich leider keine... Ich habe keinen großen Portalschlüsselstein mehr. Ich muss mir einen neuen holen. Das machen wir jetzt mal schnell. Wir sind in Qual 9. Wir könnten wahrscheinlich wieder zu Qual 10 gehen, weil das ja mit dem eigentlich gut funktioniert hat jetzt. Das machen wir einfach nächstes Mal. Qual 10 ist ja einfach. Das ist so eine gerade Nummer irgendwie, oder? Also. Ich warte immer noch. So, jetzt holt mir mal ein paar Elite-Gegnern. Also, das Ganze funktioniert. A, mit Gegnern und B, mit Elite-Gegnern. Gut. Also, aber gar keine Gegner ist irgendwo... Da freut sich über jeden Normalo, der einfach rumsteht. Das kann es ja nicht sein. Ja, was ist denn hier? Weiße Kisten. Ist doch nicht euer Ernst jetzt. Ist das Qual 9? Oder ist es normal? Meister. Come on. Hm. Ich glaube, umso mehr man sich beschwert, umso eher... Komm mal in so einem scheiß Level raus. Da war mal eine Elite, wow. Ein ganzer Elite. Ah nee, jetzt komm. Ja, lass mich hier verschwinden. Ist nur den Berg runter. Keine Gegner. Ah. Wer designt denn sowas? Ja, genau. Hüpf da rein und kriegst nicht auf die Reihe. So schön.
einen blöden Dings hinzusetzen. Mann, ey. Ja, darf ich jetzt? Ja, sowas kann natürlich auch tödlich sein, ja. Sollte man nicht machen. Ja, was ist jetzt? Das Ski ist es nicht. Da kommt jetzt gerade keine Freude auf. Das zieht sich wie so ein... wie so ein Kaugummi. Noch nicht bereit. Wie Sackgasse. Für eine Sackgasse bin ich nicht bereit. Gegner! So ein, zwei Gegner! Man freut sich wirklich über jeden Elite, der irgendwo... also... Ja gut, Portalwächterchen. Das hat aber auch gedauert. Dann wird Flux aufgeräumt. Ja. Flux aufgeräumt. Identifiziert. Und noch mehr aufgeräumt. Chance bei 15% heiligen Licht zu verbrennen. 3000 Waffenschaden als Heiligschaden zuzufügen. Das ist die Stärke der Schlichtheit. Den Schaden von Primärfähigkeit. Dann haben wir hier... drei Gürtel. Das ist derselbe Gürtel nochmal. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit eurer Kernzauber. Und wenn ihr eine Truhe öffnet. Waffentechnisch. Die Geißel. Monsterjäger. Energiewirbel und ich weiß es nicht. Und dann haben wir noch. Euer Stadtportal wird nicht mehr unterbrochen. Das ist wunderbar. Und das kann gar nichts. Na gut, dann. Bitte unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo, euren Likes und eurem Kommentar. Und ich überlege mal ganz genau, was ich als nächstes mache. Und ihr könnt ja mitkommen.